Hallo ihr Lieben, hier ist Patricia aus Warburg, heute zum ersten Mal dabei bei den Good News. 5 Wochen sind es jetzt schon. 5 Wochen ohne Schule, ohne Gottesdienste, ohne Kaffeebesuche, ohne leibhaftige Treffen mit Freunden. Wie lange noch? Wir wissen es nicht. Langsam wird's hochgefahren, aber welche Auswirkungen das hat, wissen wir auch nicht. Ich merke nur, ich werde schnell müde zurzeit. Lieferzeiten brauchen ewig. Videokonferenzen strengen mich an. Auch wenn sie gut sind, auch wenn es gut ist, Kontakte zu halten, auch über den Bildschirm, digital, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir Dinge besprechen und klären können, alles gut. Aber dann sind die Verbindungen wieder schwierig, dann wackelt das Bild, dann gibt es irgendwelche Verzerrungen und der Ton wird schlechter. Ich bin müde, wenn ich Nachrichten höre. Wenn ich meine Bekannte schimpfen höre über die Politik. Wenn ich denke, dass der da vorne wieder nicht den Sicherheitsabstand wahrt. Und ich überlege, soll ich was sagen oder nicht. Die lange Schlange an der Post. All das ermüdet mich. Es fällt mir schwer und ich merke auch, dass ich ungeduldig werde. Was kommt nach dem Shutdown? Wie wird diese Zeit werden, diese Übergangszeit mit Corona? Und auch die Zeit irgendwann mal nach Corona. Wie fahren wir wieder hoch? In den Schulen, in den Städten, in den Geschäften, in den Kirchen an unseren Orten. Und wenn ich abends auf meinem Sofa sitze, dann ertappe ich mich manchmal selbst dabei, dass ich mich selbst am meisten ermüde. Ich weiß, dass meine Seele dünn wird, wenn ich mich ständig um mich selbst kreise und um meine Fragen, meine Sorgen, meine Ängste. Und dass ich das deshalb vermeiden sollte. Ich weiß, dass diese Gefühle wieder weggehen werden, auch wenn sich das im Moment nicht so anfühlt. Ich weiß, dass ich allen Grund habe zu vertrauen. Und dann weiß ich es wieder nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Ich wünschte, ich hätte mehr Vertrauen. Ich wäre lebendiger, ich wäre kraftvoller, ich wäre österlicher, vergnügter, erlöster, befreiter. Aber ich bin's nicht. Jetzt gerade einfach nicht. Was mir dann hilft, sind andere Menschen, denen es ähnlich geht, die auch müde sind. Manchmal finde ich solche Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann, in denen ich mich wiederfinde, auch in der Bibel. Und gerade jetzt am Sonntag hörte ich einen Text aus dem Buch Jesaja, der mir total ins Herz sprach. Diese Worte begleiten mich seitdem, die letzten Tage. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr Menschen trefft oder von Menschen hört, denen es ähnlich geht. Wenn wir uns dann unterhalten und wir merken, wir sprechen die gleiche Sprache auf einer Wellenlänge. Und genau so war es mit den Menschen, zu denen der Prophet Jesaja damals gesprochen hat. Mit genau denen fühle ich mich auf einmal sehr verbunden. Denn auch sie waren müde geworden. Schon länger lebten sie weit weg von zu Hause in der Fremde. Sie lebten in der Gefangenschaft. Sie wurden verschleppt. Und sie warteten tagtäglich auf die befreiende Nachricht, dass sie endlich wieder zurückkehren können, nach Hause. Aber es verzögerte sich. Länger und länger. Und manche fragten sich, gibt es überhaupt noch einen Ausblick auf die Rückkehr nach Hause? Kommen wir jemals dahin? Und wenn ja, wie würde das Leben dort aussehen? Wie werden wir uns in unserem Land im Danach zurechtfinden? Sicherlich würde es anders werden als zuvor. Das war zu müde werden. Irgendwie wie heute. Wir sind zwar nicht in die Fremde entführt worden, aber doch ziemlich isoliert in unseren eigenen 4 Wänden. Und wir wissen auch, dass das Leben anders wird im Danach als vorher. Damals kam dann Jesaja und er sprach zu den Menschen in der fernen Isolation. Und er sagte Folgendes. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Er gibt dem Müden neue Kraft. Und er macht den Schwachen wieder stark. Aber die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde.
Da steht es also geschrieben. Einfach. Wenn du müde bist, dann schau auf. Verändere deine Haltung. Wenn es innerlich nicht geht, dann versuche es wenigstens äußerlich. Richte zum Beispiel deinen Rücken auf, Wirbel für Wirbel. Öffne deine Augen und schau hin. Nach oben in die Nacht oder in den Himmel. Hör auf die vielen Namen, die Gott ausspricht. Und dann schau woanders hin, zum Beispiel auf die Erde und auf die Pflanzen, die darin Wurzeln schlagen. Du hast keine Kraft? Das ist okay. Aber es gibt einen, der hat Kraft. Gott wird nicht müde und nicht matt. Öffne deine Augen und schau genau hin. Schau nach oben. Halte Ausschau nach Gott. Der Gott, der alles gemacht hat, der nimmt sich deine an. Der Gott, aus dem du schöpfst, der sieht dich. Er hört jedes Geräusch, hört jeden deiner Gedanken. Und er sieht auch die Risse und die Brüche. Er sieht dein hoffnungsvolles Lachen und auch deine Müdigkeit. Und er schreibt seinen Segen darauf. Ich weiß, dass das nicht per Knopfdruck funktioniert. Dieser Vers pustet nicht einfach so meine Müdigkeit weg. Aber ich hoffe immer noch, dass er etwas verändert. Ganz zaghaft. Mein Blickwinkel, die Perspektive. Wenn ich sehe, dass es anderen Menschen ähnlich geht, mich andere auch in den Blick nehme, wie vielen Menschen Kraft geschenkt wird, weil Gott sie hat, weil sein Kraftspeicher unendlich ist, weil Menschen inspiriert wurden, wenn auch nur im ganz Kleinen, so wie es Hendrik vorgestern in seiner Andacht beschrieben hat. Ich merke es bei vielen Telefonaten. Da sind ältere Menschen am anderen Ende der Leitung, die hoffnungsvoll nach vorn schauen und sich mit den gegenwärtigen Verhältnissen arrangieren können. Da sind Kinder, die für ein Altenheim von uns Osterbilder gemalt haben. Wie groß war da die Freude? Gott spannt sein Netz weit und dieses Netz trägt. Darauf hoffe ich, trotz und auch bei aller Müdigkeit. Auf Gottes Kraft, die meine und deine Flügel stärkt, dass sie wieder schlagen und dass wir uns aufmachen können. Womöglich staunen wir, wie weit uns Gottes Flügel tragen werden. Bis dahin, bleibt gesund und behütet.